Gestern habe ich Anne lächeln gesehen. Sie ist blind. Aber auf Facebook schrieb ihr eine Freundin, du hast die Haare schön. Und die Software las ihr das vor. Und die Anne, die grinste von Ohr zu Ohr. Ich dachte mir, ja, so kann das gehen. Die Gleise auf dem S-Bahn-Ring waren heute frei. Keine Verspätung, kein Krankenwagen kam vorbei. Eine Online-Nachricht hat das Schlimmste verhindert, hat den Liebeskummer eines jungen Mädchens gelindert, die mit niemandem mehr geredet hat, außer per Mail. Und ein Leben geht weiter und auch einen Messenger braucht heute jeder Sozialarbeiter. Roboter erobern die Krankenstation, Staubsauger saugen ganz alleine schon, da fährt höchstens noch eine Katze mit. Die digitale Transformation ist da und wir? Halten wir Schritt? Naja. Also erstmal keine Bange. Was Katzen können, das können wir doch schon lange. Es kommt nur darauf an, am Steuer zu bleiben, ob wir nun Zehnfinger tippen oder mit Bleistiften schreiben. In Wahrheit stecken wir längst schon tief drin. Das unentdeckte Land? Digitalien? Das war einmal. Heute sind Smartphones ja überall. Und wie immer ist nicht alles Gold, was so googelig glänzt. Denn der Wert mancher Angebote ist eher begrenzt. Und nicht so ganz ohne. Alexa, die nervige kleine Amazone, weiß eine Menge über uns, was sie nicht wissen soll. Und Prinzen aus Nigeria bieten mir Millionen an. Na, ist ja toll. Geh zu den Menschen. Das war der Job. Naja, und wo sind sie also, unsere Kinder? Ich würde sagen, so ganz grob, auf WhatsApp, Instagram und später auf Tinder. Okay, da müssen wir nicht unbedingt sein. Aber wo Menschen sind, da gehen wir hin. Und darum machen soziale Medien für soziale Dienste auch Sinn. Na klar, ein Smiley ist nicht so viel wert wie ein Lächeln, aber mehr wert als gar nichts. Geht zu den Menschen, das war noch nie so ganz leicht. Wenn man die Kita-Eltern nur noch per E-Mail erreicht, aber da hilft kein Jammern oder sich an gute alte Zeiten klammern. Digitalien ist einfach nur ein Ort. Wir werden das schaffen, denn das ist die Mission. Das Werkzeug ist neu, aber den Job haben wir doch lange schon. Und warum wir? Weil wir allen Menschen verpflichtet sind. Und nicht nur Aktionären. Also auf, ans Werk. Der digitale Kontinent soll allen gehören und nicht nur Mark Zuckerberg.